Nicht nur die heißen Temperaturen bringen an diesem Tag die Berlinerinnen und Berliner zum Schmelzen. Am roten Teppich in der Hauptstadt am Zoopalast hat sich die Starbesetzung des Films Bullet Train zur Deutschlandpremiere versammelt. In der Hauptrolle ist US-Schauspieler Brad Pitt als vom Pech verfolgter Auftragskiller zu sehen, auf einer sehr actionreichen Fahrt von Tokio nach Kyoto. Eine Zugstrecke, die der 58-Jährige bereits kennt. Ich habe tatsächlich diese Fahrt von Tokio nach Kyoto gemacht und es war wunderschön und ich konnte eine Woche in Kyoto verbringen. Die Stars schwärmen von der Atmosphäre am Set von Bullet Train und unter anderem von der Zusammenarbeit mit Brad Pitt. Es war so schön, mit ihm auf dem Set zu sein. Es ist ein Grund, weshalb er ein Star ist. Er ist einfach so willkommen und offen und talentiert. Und es hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken und natürlich mitzuspielen. Es gab diese Art von brüderlicher Bindung, die Männer manchmal haben. Ich bin mit Schwestern aufgewachsen, deshalb wollte ich immer einen Bruder haben. Und als ich Aaron gefunden habe, war es sofort so, als ob er der Bruder wäre, auf den ich gewartet habe. Und Brad, man muss ihn einfach ab und zu nerven, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und er geht einfach mit. Es macht Spaß, mit ihm abzuhängen. Ich finde Brad so inspirierend, aber ich baue mir meine eigene Karriere auf, meinen eigenen Weg. Und ich vergöttere niemanden, weil ich glaube, dass das Leben nicht immer nach Plan verläuft. Wenn man also versucht, wie jemand anderes zu sein, wird es nicht funktionieren. Ich freue mich also darauf, meinen eigenen Weg zu gehen, diese neue Zeit für mich zu beginnen. Aber ich denke, er ist eine große Inspiration und der lockerste Mann, mit dem man zusammenarbeiten kann, der netteste. Der Film Bullet Train ist in den deutschen Kinos ab dem 4. August zu sehen.